Saatgutheim. Ich verkaufe das Zeug für 7 Euro. 10 Körnchen. Ist irgendeine ganz seltene Bananensorte. Sehr lecker. So, guten Tag. Es ist wieder mal ein Donnerstag und heute wollen wir den Kompost befüllen. Ja, Unkräuter oder so kommen natürlich nicht drauf, aber wir haben hier noch einiges an Stöckern und Ästen. Das soll so die erste Schicht werden. Dann haben wir Fallobst und Laub und das kommt erstmal alles drauf. Und dann sehen wir weiter. Neben dem Kompost, da will ich jetzt einen Weg pflastern mit diesem Bruchstein, weil da, wo Steine sind, wächst weniger Unkraut, so ist meine Philosophie. Also da sollen ja die Brombeeren wachsen und da der Kompost und dazwischen passt sowieso nichts mehr. Und deswegen denke ich mir, ich mache es mir ein bisschen einfach und lege da so einen kleinen Weg, weil da kommen immer wieder Brennnesseln durch. Was da so leicht tot aussieht, aber absolut lebendig ist, ist ja wohl ein kleiner Tigerschnegel, wenn ich das richtig sehe. Des Gärtners Glück frisst ja wohl alle anderen Nacktschnecken und die sollen ja wohl das größte Gemüseproblem sein, ne? So wie ich das bisher höre. Ja, auf jeden Fall habe ich ihn jetzt hier umgesetzt, soll er sich unter den Steinen direkt ein Zuhause einrichten und für das nächste Jahr ordentlich produzieren. Viel Glück, mein Junge. Wenn ihr meint, das ist der schönste Steinplattenweg, den ihr je gesehen habt, bitte einen Daumen nach oben. Und wenn ihr meint, das ist absoluter Unfug, den ich da gemacht habe, dann seid ihr nicht willkommen. Nicht willkommen. Dürft nicht immer alles so ernst nehmen, wenn ich was sage. Es ist für mich jetzt auch nicht das Schönste, was ich je erschaffen habe. So kann man ja auch über den Kompost denken. Es ist krumm und schief. Aber was mir einfach wichtig ist, ist, dass ich das recycle, was ich sowieso schon hier habe. Also das finde ich, ist eine ganz gute Sache. Wir wollen jetzt zusätzlich heute noch den Kompost befüllen. Also wie ich schon sagte, ein paar Stöcker drauf. Ich habe schon gehört, man soll die eigentlich noch zerkleinern, aber die Mühe mache ich mir jetzt nicht groß. Das sind irgendwo noch ein paar, das sind keine natürlichen Äste, da bin ich mir fast sicher. Die kommen nicht mit drauf. Alles andere kommt drauf, einfach so wie es ist, dann braucht es halt ewig lange, aber ist ja egal, ich habe Zeit. Und ansonsten kommt dann halt Rasenschnitt und Fallobst, was da hinten noch liegt. Ein Laie würde sagen, das ist für einen Kompost okay, aber ich Profi sag ganz klar, das ist fürs Lagerfeuer, da kommt Stockbrot drauf. Alles klar, Timo, wir müssen eine Rampe schaffen. Das sieht schon ziemlich nach einem Kompost aus. Es riecht auf jeden Fall schon so. Da wir jetzt auch noch den Rasen mähen wollen heute für weiteren Rasenschnitt. Zwei Bahnen haben wir schon geschafft. Jetzt ist das Benzin vom Rasenmäher alle gut vorbereitet. Aber was man nicht im Kopf hat, das hat man in den Autoreifen. Ich widme mich jetzt dem Fallobst. All dies soll hier rein und dann weiter zum Kompost. Gucken wir mal. Mein erster Kompost. Das schreibe ich mir auf jeden Fall in mein Tagebuch. Ja, Äpfel, Rasenschnitt, Zweige vom Apfelbaum. Und jetzt muss ich nochmal recherchieren, vielleicht wisst ihr es ja auch. Nicht Grillkohle, aber ja vom Feuer jetzt, wir haben ja einfach irgendwelches Holz, also Holzscheite verbrannt. Kann man davon die Kohle auch mit drauf packen? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Also definitiv keine Grillkohle. Ich wollte ja nochmal ein Video über die ganzen Projekte machen, die da noch folgen sollen. Eins nehme ich jetzt schon mal vorweg, einfach weil wir jetzt gerade aufräumen und ja, das hat sich dann so ergeben. Wir werden auf jeden Fall hier sowas wie eine Totholzhecke einrichten.
Da werde ich aber in einem anderen Video auf jeden Fall noch mal mehr zu sagen. Auf jeden Fall türme ich hier jetzt auf jeden Fall so alles an totem Holz hier auf. Und dann sprechen wir uns noch mal. Ich bin echt begeistert. Wie das kleine Himbeerle sich so macht. Weil die sind sehr hell. Ich weiß nicht, ob das richtig ist oder ob die einfach noch nicht reif sind. Ich hoffe, da kommt nächstes Jahr ordentlich was nach. Hier sind überall kleine Blättchen. Vielleicht weiß da jemand, sind das schon Himbeeren oder kommen die erst nächstes Jahr? Ich kenne mich da noch gar nicht aus. Und hier haben wir jetzt, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Totholzecke. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich ist und wird. Das ist zumindest der Plan. So, wir haben jetzt hier schon ordentlich gepflückt. Ich gehe da mal eben durch. Ist alles ein bisschen wackeliger als letztes Mal, weil ich den Gimbal leider vergessen habe. Dieses Selfie-Stick. Robo, Elektro, Moped. Unser Wasseranschluss, man kommt jetzt dran. Das ist eine ganz gute Sache. Und tatsächlich, da war ein Weg. Hier ist natürlich echt noch viel Unkraut, das kommt alles weg. Ich zeige jetzt auch nochmal hier den kleinen Kirschbaum, der belagert wird von Pflanzen. Die kriegst du nicht rausgezogen. Also ich habe es gerade mit beiden Händen und voller Kraft versucht. Die sitzen so fest, oder ich bin so schwach, da kann man drüber streiten. Aber schon krass.